Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir machen hier einen kurzen Zwischenstand. Wir haben das letzte Mal ja gelevelt mit dem Zauber Leben entdecken und wir schauen gleich mal nach, wie es da ausschaut. War das jetzt Veränderung überhaupt? Ja, gleich mal. Veränderung, jawohl, passt. Wir sind da auf 100, haben da auch schon wieder 2-3 Stufen, glaube ich, gelevelt. Ich habe auch noch die schwere Rüstung fertig gelevelt auf 100, weil, ja, schwere Rüstung, ja, sorry, da drüben sind wir, habe mit ein paar Mammuts und Riesen gespielt und das war es dann auch. Also Veränderung auf 100. Dann war da noch eine Anfrage, ja, was sollen wir da weitermachen? Also die meisten haben geschrieben, ja, okay, die Fertigkeiten, die wir da haben, mit Zerstörung und Einhand, ja, wir sind zweihändig auf 46 und einhändig auf 82, also mit Feuerzauber, also Zerstörungszauber und eben mit dem Schwert in der Hand kommt das recht gut. Ich glaube, das passt auch so. Zwischendurch haben wir noch ein wenig Beschwörung dazwischen mit unseren Daedran. Und das, ja, machen wir dann auch weiter. So, ein kurzer Rundumblick, leichte Rüstung und Schmiede, Schießkunst und so. Das machen wir dann im Nachhinein. Die nächste Frage ist, ja, unser Feendal hat dann eine neue Rüstung bekommen, weil wir da bei Schmiedekunst die Perks gesetzt haben hier, da. Also, eben jetzt hatten wir schon Daedrische und eben Drachenrüstung. Bei der Drachenrüstung ist es so, wir können leichte und auch schwere Rüstung machen. Das zeige ich euch dann noch. Ich habe mir eine schwere und unseren Feendal dann die Auswahl gelassen zwischen einer ja, Ebenerzrüstung, die er schon hatte, und eben der leichten Rüstung, eben diese Schuppenrüstung hier. Was wollte ich noch? Ja, genau, ich hatte eine. Jemand, der für Ergebnisse sorgt, das gefällt mir. Ich hatte eine Anfrage, wie es da ausschaut, ne, mit dem Verzauberung der, also der Verbesserung der Rüstung, Stahlplatten, ne, Verbesserung. Also wir haben jetzt unsere Robe an, unsere Verbesserungsrobe, da sind 22 drauf, ja, 22%. Waffen und Rüstungen können verbessert werden, ja. Das haben wir, hier. Und noch ein Zaubertrank dazu. Jetzt schauen wir mal, was sich da so ergibt. Wir haben jetzt Stahlplatten, Panzerhandschuhe mit 40, können die auf 88 leveln. Und die sind auch 40 und 88. Jetzt werden wir kurz mal abspeichern, damit da auch nichts passiert. Bin gespannt, weil da hat es oft nicht hingehauen. Ich weiß auch nicht warum. Wenn wir den Zaubertrank nehmen, nämlich Schmiedekunst verbessern, ja, mit 113% mehr, hauen wir uns da rein und dann machen wir das einfach besser hier. Und X herstellen, seht ihr, 144 und auch 144. Jetzt habe ich eine vollwertige Stahlplattenrüstung. Das war die Frage, wie sieht es da aus mit den Rüstungswerten? Die ziehen wir uns dann gleich einmal an. Ich habe da schon zum Casten zwei Teile gebraucht. Die habe ich schon vorher gemacht. Die ziehen wir an und dann haben wir noch das Zeug und das, ne, das nicht. Die Stiefel haben wir schon an. 1, 2, 3 und die müssen wir anziehen. Jawohl. Rüstungswert 957, nämlich ohne dem Schild. Ja. Ich hau da noch mal kurz ein Schild rein, das ich da zufällig dabei habe. Das hat mir besser gefallen als das daedrische. So haben wir 1082 Rüstungswert. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. 1082 Rüstungswert kommt ja recht gut, ne? Also Alchemie
und ein wenig verzaubern. Ja. Jetzt ziehe ich einmal die Dinge an, die ich da habe. Ja. Wir gehen mal in die Third Person. Das ist das Zeug, das ich jetzt für dich angezogen habe. Ja. Ja. Mit einem Schild, das nicht dazu gehört, aber das hat vielleicht 2-3 Punkte weniger, ist egal. Wir haben da jetzt uns eine Zerstörungsrüstung und eine Heilungsrüstung gemacht, ja. Okay. Wir ziehen einmal die Daedrische an, ja. 1, 2, 3, 4. Und das müsste passen. Das Schild nehmen wir kurz einmal weg. Das kommt nicht cool. Das Schild war das hier. Das ziehen wir aus. Und dann haben wir dann noch ein paar Armschienen. Die kommen dazu. Und die Stiefel kommen dazu. Und wir haben da Rüstungswert ohne Schild 1027. Hm? Ist nicht mehr viel um zu unserer alten Rüstung, die wir da hatten. Wenn wir das Schild jetzt noch ausrüsten, hier... falsch. Der Helm bleibt hier. Und wo ist das? Da haben wir 1052. Ja, ich kriege einfach nicht mehr zusammen. Ich habe da Leute gesehen, die haben 1700, 1900 und was weiß ich. Ich habe da alles probiert. Also Leute, wenn ihr da irgendeinen Fehler seht, wir müssen Schmiedekunst 100 sein, diese Perks setzen, die ich gesetzt habe, dann Verzauberung 100 haben, diese Perks setzen, die wir das gesetzt haben. Und das war's dann auch schon. Alchemie, genau. Die Perks 5-5 und auch auf 100 sein. Ja. Und ich krieg da einfach keine Rüstung zusammen, die eben die Werte hat, die die Jungs da mir vorgeben. Aber beim Verzaubern ist es so, wenn wir jetzt die 4 Verzauberungs-, also Zerstörungszauber oder sonst was auf die Rüstung haben, ist es normalerweise 25%, und wenn wir das mit dem Zaubertrank verbessern, können wir da 28 oder 29% draufhauen. Schauen wir gleich mal nach. Bekleidung, was da drauf ist. 28%, genau. Statt 25. Und ich denke, das Spiel ist auch so ausgerichtet, dass man mit eben 4 solchen Verzauberungsstücken genau 100% zusammenbekommt, ohne eben Magica zu brauchen. Ja, vielleicht, ja, liegt es auch an meiner Version von Skyrim. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt alles gemacht. Also wenn ihr da welche Infos habt dazu, einfach mal sagen, ja. Und genau, das ist jetzt meine Zerstörungsrüstung. Ja, da brauche ich nämlich für die Zerstörungszauber keine Magica mehr. Schauen wir gleich mal nach. Magie, Zerstörung, und da ist bei Kosten 0. Hm? Beschwörung, glaube ich, habe ich auch wenig. Ja, genau, Beschwörung 0, passt. Dann ziehen wir die nächste an. Wir haben da, die mir persönlich besser gefällt, ist nämlich die Drachenplattenrüstung. Da habe ich nur die 2 größeren Teile, ne? Ist vom Rüstungswert nicht viel um. Hm? Wir haben 1037 mit Schild und ohne Schild 1012. Ja, okay. Hm? Können gleich mal schauen, was es da auf sich hat mit der Wiederherstellung. 0000 Kosten, ja. Und Beschwörung, glaube ich, brauchen wir ein wenig. Weil das habe ich, ja, mit den aktiven Effekten. Ich habe da die Einhand dazu genommen, einhändig verstärken, ja, damit wir eben im Nahkampf mit den Waffen arbeiten können. Ja, die haben ja einen gesunden Wert, ja. Der daedrische Zweihänder, das hängt damit zusammen, dass wir eben mit Zweihand überhaupt keine Perks gesetzt haben. Okay, de facto, es wurde jetzt beschlossen, dass wir eben ein Schwertkämpfer sind, der ein Zauberer ist, der eben Zerstörungszauber kann und auch ein wenig Beschwörungszauber. Ja. Also wir haben da einhändig, das werden wir weitermachen. Zweihändig können wir dann auch mal leveln, blocken. Die schwere Rüstung haben wir jetzt, die 5. Ja, hab nicht
da weitere Perks gesetzt, habe keine Ahnung, wozu die sind. Wir könnten dann auch noch um 25%, glaube ich, die Rüstung leveln. Ich habe da ein Talent noch ausgelassen. Ich weiß nicht, wo ich das brauchen kann schlussendlich. Und Zerstörung, da müssen wir weiterarbeiten. Da haben wir noch überhaupt nichts. Ne? Außer die 50% brauchen wir noch. Wir haben 1 von 2. Wir haben jetzt, glaube ich, 25%. Genauso hier. Und hier haben wir noch überhaupt nichts. Verstärkter Blitz. Ja. Egal. Ja. Beschwörung, was war da noch? Alchemie hatten wir. Also Alchemie zahlt sich aus. Redekunst zahlt sich auch aus, wenn ihr Geld machen wollt. Taschendiebstahl, Schlossknacken und das Ganze, das haben wir ja überhaupt nicht. Leichte Rüstung können wir dann auch eventuell leveln beginnen, aber ja, das sei dahingestellt. Wie gesagt, einhändig Zerstörung und das geht dann schon flott dahin. Ja. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch jetzt wieder mal helfen und es hat ja doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Und als nächstes gehen wir darauf wieder zur nach Jorvasco und machen eben die Gefährten weiter. Okay, Stahlplattenrüstung, wie gesagt, es zahlt sich aus. Ne? Haut rein in Alchemie. Ne? Das ist zwar ein wenig lästig, aber Alchemie, Schmiedekunst und Verzaubern. Okidoki, Leute. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, unsere Dosita gefällt euch. Ja, zu Fehendal. Ich habe im Fehendal die, sorry Leute, die Auswahl gelassen, was er sich jetzt da anzieht. Was soll ich nehmen? Wie gesagt, er hat sich dafür entschieden, ja, einfach die leichte Rüstung zu nehmen. Ich habe da einiges aufgehauen für ihn. Ich weiß nicht, ob die bei ihm wirken. Was er behalten hat, ist eben dieses, den Ebenerzhelm. Habe keine Ahnung warum. Weil ich habe da eine coole, ja, einen coolen Drachenschuppenhelm für ihn gemacht, aber keine Ahnung. Aber er wird schon wissen, was er tut. Und leichte Rüstung in weiser Voraussicht, dass wir dann mit ja, unserer Gefährtin da weiterarbeiten, die auch Bogenschützin ist, ne? Die Aela. Gut so, okay, ich verplappere mich natürlich wieder am Montagabend. Bis zum nächsten Mal bei den Gefährten. Euer Toso. Ciao, Leute.